Ja, wer weiß, vielleicht muss ich ja gleich ins Gelände. Deshalb habe ich hier mal meinen Military Look an. So. Musst du dem Hund mal gerade den Weg weisen. In jenen Tagen gab es weder Mais noch Melonen noch Pfeffer oder Zuckerrohr. Auch nicht jene kleinen Hütten, wie ihr sie alle schon gesehen habt. Das Dschungelvolk wusste nichts von Menschen und lebte einträchtig beisammen als ein Volk. Doch bald hoben sie an, über das Futter zu streiten, obgleich Nahrung genug für alle war. Träge wurden sie, jeder wünschte da zu fressen, wo er gerade lag, wie wir es noch heute zuweilen tun. Wenn die Frühlingsregen reichlich gefallen sind, ta, der erste Elefant war eifrig beschäftigt, neue Dschungel zu schaffen und das Wasser in die Flussbetten zu leiten. Er konnte nicht überall sein, und so ernannte er den ersten Tiger zum Meister und Richter über die Dschungel. Vor ihn sollte das Dschungelvolk all seine Streitigkeiten bringen. In jenen Tagen fraß der Stammvater der Tiger nur Früchte und Gras, gleich den anderen. So groß war er wie ich, und sehr schön war er anzusehen, ganz in der Farbe der gelben Lianenblüte. Keinen Streifen oder Flecken hatte sein Fell in jenen guten Tagen, als die Dschungel eben erst erschaffen waren. Alle Bewohner der Dschungel kamen zu ihm ohne Furcht, und sein Wort war Gesetz. Denn denkt daran, damals waren wir ein einziges Volk. In einer Nacht aber entbrannte wiederum ein Streit zwischen zwei Böcken, ein Futterstreit, wie ihr ihn jetzt mit dem Kopf und Vorderläufen austragt. Und als nun die beiden mit ihrem Streit vor den Stammvater der Tiger kamen, der unter Blumen ruhte, da stieß ihn einer der Böcke mit Gehörn, und der erste Tiger vergaß, dass er der Herr war und Richter der Dschungel. Er warf sich über den Bock und brach ihm den Nacken. Bis zu dieser Nacht war niemals einer von uns gestorben, und als der erste Tiger sah, was er getan hatte, und der Geruch des Blutes ihn die Sinne verwirrte, da entwich er nach den Sümpfen des Nordens, und wir, das Dschungelvolk, waren nun ohne Richter und begannen untereinander zu kämpfen. Ta vernahm das Getöse und kam zurück. Einige von uns sagten dies, einige das, aber Ta sah den toten Bock zwischen den Blumen liegen und fragte nach dem Mörder. Aber wir vom Dschungelvolk wollten es nicht wagen und vor allem nicht sagen, weil der Geruch des Blutes auch uns verwirrte. So wie er uns heute verwirrt hat. Wir rannten im Kreise umher, machten Luftsprünge, schrien und warfen die Köpfe. Da gab Ta den Bäumen mit tief hängenden Zweigen und den rankenden Schlingpflanzen der Dschungel den Befehl, den Mörder des Bockes zu zeichnen. Und sagte dann: Wer will nun Herr sein über das Dschungelvolk? Da sprang der graue Affe, der in den Bäumen lebt, herbei und sagte: Ich will jetzt Herr der Dschungel sein. Ta lachte und sagte: So sei es denn, und ging zornig von dannen. Ihr kennt meine Kinder, den grauen Affen, wie er heute ist, so war er damals. Zu Anfang machte er ein weises Gesicht, bald aber begann er sich zu kratzen und auf und ab zu hüpfen. Als Ta zurückkehrte, fand er den grauen Affen Kopf nach unten an einem Ast baumeln und die umstehenden Nachäffen, die ihn wiederum verspotteten. Und so gab es kein Gesetz in der Dschungel, nur dummes Geschwätz und Worte ohne Sinn. Da aber rief Ta uns alle zusammen und sagte: Also, der erste euer Meister brachte den Tod in die Dschungel, der zweite die Schande. Nun ist es an der Zeit, ein Gesetz zu schaffen, ein Gesetz, das ihr nicht brechen könnt. Jetzt sollt ihr Angst kennenlernen, und wenn ihr ihn gefunden habt, so wisset, soll er euer Meister sein. Und das andere wird folgen. Da fragten wir von der Dschungel: Wer ist Angst? Und Ta sagte: Suchet, bis ihr findet. So eilten wir kreuz und quer durch die Dschungel und suchten Angst. Und da kamen auf einmal die Büffel. Wuff, schnaubte Müsa, der Leitstier der Büffel von der Sandbank her. Ja, Müsa, es waren Büffel. Sie kamen zurück mit der Nachricht, in einer Höhle der Dschungel säße Angst, und er sei unbehaart und stünde und liefe auf den Hinterbeinen. Wir von der Dschungel aber folgten den Büffeln, bis wir zur Höhle kamen, und Angst stand am Eingang, und er war, wie der Büffel gemeldet, haarlos und stand auf den Hinterbeinen. Als er uns sah, schrie er laut, und seine Stimme erfüllte uns mit der Angst, die wir jetzt haben.
Und fort stoben wir uns, tretend und stoßend, denn wir hatten Angst. In jener Nacht nun, so wird erzählt, lagen wir nicht alle zusammen nach der alten Gewohnheit, sondern jeder Stamm zog allein für sich davon. Schwein mit Schwein, Wild mit Wild, Horn gesellte sich zu Horn, Huf zu Huf. Art hielt sich an Art, lag zitternd in der Dschungel. Nur der Stammvater, der Tiger, war nicht unter uns, denn er hielt sich noch in den Sümpfen des Nordens verborgen. Als ihm nun Kunde kam von dem Ding, das wir in der Höhle gesehen hatten, da sagte er, ich werde hingehen zu dem Ding und ihm das Genick brechen. Also lief er die ganze Nacht durch, bis er zur Höhle kam. Aber die Bäume und Schlingpflanzen auf seinem Wege gedachten Tars Befehl und senkten ihre Zweige, als er vorüberkam, und zeichneten ihn über Rücken und Flanken, über Kopf und Lefzen. Wo immer sie ihn berührten, da entstanden Streifen und Flecken auf seinem gelben Fell, und diese Streifen tragen seine Kinder noch heute. Als er nun zu der Höhle kam, streckte Angst der Haarlose die Hand aus und nannte ihn der Gestreifte, des Nächtens hier rumstreift. Und der erste Tiger fürchtete sich vor den Haarlosen und lief heulend zurück zu den Sümpfen. Hier lachte Mowgli leise mit dem Kinn unter Wasser. So laut heulte und schrie er, dass Tar ihn hörte und fragte, »Was hast du für Kummer?« Und der Stammvater der Tiger hob seinen Kopf zu dem eben erst geschaffenen Himmel, jetzt, der jetzt so alt ist, und rief, »Gib mir meine Macht zurück, O Tar! Geschändet stehe ich vor allem Volk in der Dschungel, geflohen bin ich vor dem Haarlosen, und er gab mir einen schmachvollen Namen.« »Und weshalb?« fragte Tar. »Weil ich beschmutzt bin mit dem Schlamm der Moräste«, sagte der erste Tiger. »Dann geh schwimmen«, sagte Tar, »und rolle dich im nassen Gras. Wenn es Schlamm ist, wird es sicher abgehen.« Der erste Tiger schwamm umher im Wasser und rollte sich im Grase, bis die Dschungel sich vor seinen Augen drehte. Aber nicht der kleinste Streifen auf seiner Haut verschwand. Und Tar, der ihm zugesehen hatte, lachte. Da sagte der erste Tiger, »Was habe ich getan, dass dies über mich kommen musste?« Tar aber sprach, »Du hast den Bock gemordet und hast so den Tod in die Dschungel gebracht. Nur mit dem Tod kam Angst, dass die Völker in der Dschungel einander fürchten, wie du dich vor dem Haarlosen gefürchtet hast.« Der Stammvater der Tiger sagte darauf, »Mich werden sie niemals fürchten, denn ich kannte sie von Anfang an.« Tar antwortete, »Geh und überzeuge dich.« Und der erste Tiger rannte umher, laut dem Wild, dem Samba rufend, dem Stachelschwein und den Dschungelbewohnern. Aber sie flüchteten vor ihm, der ihr Richter gewesen war, denn nun kannten sie Angst. Da kam der Stammvater der Tiger zurück, sein Stolz war gebrochen. Er schlug seinen Kopf gegen den Boden, riss die Erde mit seinen Tatzen auf und sagte, »Bedenke, O Tar, dass ich einst Herr war über die Dschungel. Vergiss mich nicht. Mache, dass meine Kinder sich immer daran erinnern, dass ich einst ohne Angst war und ohne Schande.« Und Tar sagte, »Dies eine will ich für dich tun, weil du und ich, wir beide gesehen haben, wie die Dschungel entstand. Für eine Nacht in jedem Jahr soll es sein wie vor dem, ehe du den Bock getötet hast. In dieser einen Nacht aber, so ihr treffet den Haarlosen, und sein Name ist Mensch, soll dir vor ihm nicht Angst noch Entsetzen verspüren, sondern er soll sich fürchten vor dir und deinem Geschlecht, als wäret ihr noch Richter und Meister der Dschungel. Aber zeige ihm Gnade und Mitleid in dieser Nacht seiner Angst, denn du weißt nun, was Angst ist.« Darauf erwiderte der Stammvater der Tiger, »Ich bin es zufrieden.« Aber als er das nächste Mal trank, sah er im Wasser die schwärzlichen Streifen auf seinen Flanken und er gedachte des Namens, den der Haarlose ihm gegeben hatte, und war zornig. Ein Jahr lebte er in den Sümpfen und wartete, ob Tar sein Versprechen halten würde, und in einer Nacht, da der Schakal des Mondes den Abendstern klar und hell über der Dschungel stand, fühlte er, dass seine Nacht gekommen war, und er ging zur Höhle, den Haarlosen zu treffen. Da geschah, wie Tar versprochen, denn der Haarlose fiel nieder vor ihm und lag hingestreckt am Boden, und der erste Tiger schlug ihn und zerbrach ihm das Rückgrat. Und er glaubte, dass nur ein einzig solches Ding in der Dschungel wäre und dass er Angst getötet habe. Als er aber über dem Opfer stehend im Wind witterte, hörte er Tar von den Wäldern des Norden herabsteigen, und dann hörte er die Stimme des Urvaters.
Hier rollte der Donner zwischen den zerfurchten kahlen Hügeln auf und ab, aber er brachte keinen Regen. Nur Wetterleuchten zuckte über das Felsgezack hin, und Hati fuhr fort. Ja, womit? Das hören wir beim nächsten Mal.